Spazieren im Blinklingmoos, ein Hochmoor, das sich wieder erholt hat. Strobel, eine Gemeinde, die in Sachen Energieeffizienz ganz vorne dabei ist. Und Eintauchen in alte Zeiten, ein Abstecher in das Aberseer Heimathaus. Ich bin heute unterwegs in Strobel am Wolfgangsee. Kommen Sie mit, hier gibt's viel zu erleben. Angekommen bin ich mit der MS Salzkammergut. Im Stundentakt bringt die Salzburg AG Fahrgäste an die vielen Hotspots am Wolfgangsee. Ich starte in Richtung Naturschutzgebiet Blinklingmoos. 100 Hektar am Südostufer des Wolfgangsees, wo die Natur einfach sein darf und die Menschen genau das mittendrin genießen. Um die 20 Hektar groß ist das Hochmoor Blinklingmoos, eines der am besten erhaltenen Hochmoore Europas. 2019 bis 2020 ist es wieder vernässt worden und ist deshalb noch wertvoller für viele Arten, aber auch als CO2-Speicher. Sehr spannend, wie man einem Moor wieder zu seinem ursprünglichen Zustand verhelfen kann. Also da sind Spundwände installiert worden, die sind zum Teil 8 Meter tief, also einfach 8 Meter hoch eigentlich, die sind da reingetrieben worden, weil das Moor, das ist ja eine Tonfläche, die nicht wasserdurchlässig ist, und in dem Behälter sozusagen, in diesem Becken, befindet sich das Moor, also mit den Torfmooren etc. und dem Wasser. Und ein Hochmoor wird ja gespeichert nur von Regenwasser. Das heißt, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das nicht mehr abfließt, weil sonst trocknet es natürlich aus. Seltene Vogelarten sind wieder zurück. Es gibt mehrere fleischfressende Pflanzen im Moor. Und die Schmetterlingspopulation hat sich erholt, erzählt Astrid Stockinger. Eine sehr gute Entwicklung, seit hier wieder alles im Wasser steht. Denn Artenvielfalt ist nicht nur schön, sondern, wie wir wissen, wichtig für uns alle. Die Insekten sind einfach ganz, ganz wichtige Bestäuber. Also in unserer Nahrungskette bis dahin, was wir am Teller haben, spielen alle Insekten eine große Rolle. Das ist nicht nur die Honigbiene, das sind auch Wildbienen, Schmetterlinge, Fliegen, alles. Moore haben einen großen Nutzen für uns, auch um CO2 zu binden, was wir zu viel ausstoßen. Ein Moor ist immer bedeutend für den Klimawandel, weil das nur mehr CO2 speichert als ein Wald. Ich glaube, es ist ungefähr bei 3-mal so viel. Das heißt, wenn ein Moor trocken fällt, wird das CO2 natürlich freigesetzt. Wenn ein Moor einfach wachsen kann und in ursprünglichen Zustand hergestellt wird, dann bindet das wieder CO2. Und damit überhaupt auch weniger CO2 ausgestoßen wird, hat sich Strobel in den letzten Jahren ordentlich ins Zeug gelegt. Im November 2023 ist der 3700 Einwohnergemeinde das 4. von 5E im E5-Förderprogramm des Landes verliehen worden. Wir haben ein wunderbares Biomassekraftwerk, die Holzwärme Strobel, die ungefähr 80 Haushalte mit Fernwärme versorgt. Wir haben ganz viel jetzt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wir haben einmal im Jahr Straßenfest, da wird eine Straße gesperrt. Da gibt es verschiedenste Infostände zum Thema Förderung, einfach Heizungsumstellung, was ein Riesenthema jetzt ist. Nicht nur in den Privathaushalten, sondern aktuell auch im Zuge des Umbaus des Gemeindeamts. Begonnen haben wir voriges Jahr im Oktober und nächstes Jahr im Frühsommer, Mai, Juni herum, wird dann der Bezug stattfinden. Gekrönt wird das neue Gemeindeamt mit einer Photovoltaikanlage, um die Sonne für die Stromerzeugung zu nutzen. Da sind jetzt einmal geplant 17,6 kW. Und auf dem Turnzeltdach haben wir rund 75 kW. Also da bringen wir schon einiges an Menge zusammen. Und das Ziel ist auch noch für sich, dass wir unsere eigenen Einrichtungen, unsere Kommunaleinrichtungen auch dann wirklich bespeisen können damit. Und so wollen wir als Gemeinde unseren Beitrag dazu leisten, dass wir einfach mehr Energie in Österreich produzieren können und dadurch auch international nicht mehr so abhängig werden. Und auch Geld sparen. Hier in der Salzburg AG wissen die Berater und Beraterinnen, dass sich der Umstieg auf erneuerbare Energie lohnt. Man muss schon sehen, dass natürlich jede PV-Anlage, die installiert wird, jede Ladesäule kostet erstmal Geld. Aber wichtig ist eben daran zu denken, dass langfristig eine Umstellung auf erneuerbare Energien ziemlich sicher günstiger sein wird, als weiterhin auf Gas, Kohle oder Öl zu setzen.
Gemeinden, in denen auf diesem Gebiet noch wenig passiert ist, werden bei der Salzburg AG rundum beraten, speziell auf ihre Situation zugeschnitten, wie es gelingen kann, energieeffizienter und umweltschonender zu werden. Zurück in Strobl. Hier ist längst nicht alles Geplante passiert. Ein Baulandsicherungsmodell für den Ort, das gerade entwickelt wird, behandelt auch das Thema Gemeinschaftswärmepumpen. Und auch ein E-Carsharing steht auf der Agenda. Jetzt versuchen wir uns in eine Zeit hineinzuversetzen, in der man ganz ohne elektrisches Licht ausgekommen ist. Jahrhundertelang war das heutige Heimatmuseum Lipphaus in Abersee ein ganz normales Wohnhaus. Man muss sich das vorstellen, das Haus ist bis 1977 bewohnt gewesen. Den Strom, den wir drinnen haben, der ist erst dann reingekommen für die Zwecke der Beleuchtung drinnen. Also sonst war da gar keiner drinnen. Sanitär findet man drinnen nichts. Das Klo, das Häusl, wie man sagt, ist ums Eck. Hinter uns hören wir am Brunnen ein bisschen pritscheln. Also das heißt, wir haben kein fließendes Wasser drinnen. Es ist im Grunde genommen alles so erhalten wird. Das Haus ist fast 500 Jahre alt. Und wenn man es betritt, spürt und riecht man eine andere Welt. Wir haben ganz dicke Wände, so würde man heute nicht mehr bauen. Es ist relativ kalt, es ist natürlich im Sommer sehr angenehm, diese Kühle da drinnen. Aber auf Dauer gesehen, glaube ich, recht gesund ist es nicht. Also das sind sicher so Kontraste. Aber auf der anderen Seite ist diese Atmosphäre, was man da drin hat, wenn man reingeht, ich würde sagen, es strahlt alles irgendwo so Ruhe aus. Ich bin eigentlich dann weg vom Stress. Ich weiß nicht, ob man es hinten hört, aber ständig fahren Autos da vorbei. Ist auch so ein Paradebeispiel für den Stress, was die Leute heute haben. Und wenn du da reinkommst, ist es einfach ruhig. Man hört nichts. Und die Atmosphäre, ja, das beruhigt einfach. Aber nicht nur die Bauweise oder die Gegenstände. Besonders spannend ist ja, wie die Menschen damals gelebt haben. Früher sind die Leute unterwegs gewesen und sind froh gewesen, wenn sie wo zukehren können haben, wenn sie eine Zeit lang Arbeit gehabt haben und gerade fürs Essen und fürs Trinken gearbeitet haben. Das kann man sich alles heute nicht mehr vorstellen. Und dass man ein bisschen sieht, wie sich was entwickelt hat in unserer schnelllebigen Zeit. Der ganze Fortschritt geht viel rasanter, der hier als früher gewesen ist. Es sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die samstags von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr das Museum für Besucher aufsperren. Von Anfang Juni bis zur langen Nacht der Museen Anfang Oktober. In der Zeit gibt es hier am Dachboden auch spezielle Ausstellungen und Veranstaltungen. Wer in Strobl am Wolfgangsee Zeit verbringt, hat viele Möglichkeiten. Und manchmal ist es einfach am schönsten, an der Promenade zu flanieren. Das ist natürlich kein Geheimtipp. Es ist ein Muss, nach einem Besuch in Strobl den Tag am See ausklingen zu lassen. Liebe Grüße vom Wolfgangsee.